Servus Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial und zwar wie ihr Batterien erstellen könnt. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal ein Speedart gemacht. Könnt ihr euch hier in der Ecke nochmal angucken oder in der Beschreibung unten ist das nochmal verlinkt. Da habe ich damals wie gesagt Batterien erstellt und war halt ganz easy, simpel, einfach irgendwas gemacht. Jetzt zeige ich es euch doch mal und ja. Es gibt natürlich viele Wege für nach oben, deswegen, aber ich zeige euch mal, ja, einfach eine Art, wie ihr das machen könnt. Und zwar nehmen wir uns erstmal einen Zylinder. Den Zylinder machen wir beispielsweise mal ein bisschen breiter. Machen wir mal auf 80. Dann ziehen wir das gute Stück mal hoch. Ja. Ungefähr so. So, dann gehen wir auf Darstellungen, machen erstmal Gaussian Linien, damit wir Linien haben. So. Und jetzt gucken wir erstmal oben, wollen wir das aufteilen in ja, verschiedene Segmente. Das heißt, wir nehmen hier bei den Deckflächen, also bei Segmente, wählen wir einfach mal, damit wir einen schönen äußeren Kreis haben, damit wir nichts rumschneiden müssen. Das heißt, ich denke mal, ja, ist ein bisschen zu viel. 8, ich denke mal, 7 ist soweit ganz in Ordnung. Ich glaube, das geht schon gut so. Machen wir mal 6. Ich glaube, das ist okay. So, und jetzt teilen wir das unten hier, diesen Teil hier. Quasi teilen wir auch nochmal auf, damit wir auch nichts irgendwie schneiden müssen. Deswegen, wir gehen hier wieder auf unser Objekt und gehen auf Segmente, machen wir ja 2. Das heißt, dass wir eine Farbe oben haben und eine unten. Also damit wir halt die zwei verschiedene separat selektieren können für Texturen. Ihr könnt natürlich, je nachdem, wie ihr euer Muster haben wollt oder sowas, könnt ihr halt mehrere haben. Ihr könnt auch irgendeine Textur allgemein fürs alles verwenden, ist euch überlassen. Aber ich nehme erstmal eins, also dass wir zwei Farben haben. So, dann drücken wir mal C. Zoomen wir mal ein bisschen ran und wählen uns den oberen Part erstmal aus. Also wir gehen zu unserem Polygon-Werkzeug, gehen auf Werkzeuge, gehen auf Selektieren, auf Loop und wählen uns hier. Klicken in den mittleren Kreis, dann drücken wir mal auf der Tastatur U und Y, U und Y, U und Y, U und Y. Das heißt, dass er immer den nächsten Polygon auswählt. Und dann drücken wir mal auf der Tastatur Entfernen. So, dann gehen wir zu unserem hier Linien-Kantenwerkzeug. Gehen auf Selektieren, Loop-Selektion haben wir schon. Dann selektieren wir uns den Rand hier aus. Rechte Maustaste extrudieren. Extrudieren wir uns das ein Stückchen rein, damit wir da einfach nach unten ziehen können. So, gucken wir mal. Ja, dann gehen wir auf, wie heißt es, skalieren, damit wir auf, also ich komme dahin und indem ich auf, jetzt hier bin und drücke Mittelmaustaste, dann habe ich die vier Auswahlmöglichkeiten, also vier Fenster, gehe auf die vorne Ansicht und drücke wieder Mittelmaustaste. So, damit wir das gerade haben, ich denke, das ist soweit in Ordnung. Dann können wir das wieder ein bisschen extrudieren. Ungefähr so. Und machen und skalieren uns das. So, skalieren wir uns das hoch. Damit wir das letztendlich so haben. Also, ja, damit wir uns da haben, quasi so einen Rand gemacht. Im Endeffekt sieht es eh keiner, also es ist völlig brain. Aber naja, wir wollen ja, das ein bisschen akkurat halten. So, als nächstes machen wir uns
Wo haben wir es? Gehen wir erstmal unsere 3D-Ansicht-Werkzeug. Da nehmen wir uns wieder einen Zylinder. Den Zylinder ziehen wir uns erstmal hoch. Machen den ganz klein. Na, machen uns den ganz klein. Ja, ungefähr so. Und ziehen den uns quasi, dass er so aufs Deckel passt. Den müssen wir uns ein bisschen größer machen. Ich denke, so ist schon mal ganz nett. Und jo. Ja, okay, das könnte doch passen. Das ist doch okay. So, dann nehmen wir uns den Zylinder, gehen wir auf unsere Deckflächen und nehmen unsere Segmente oben. Und zwar gucken wir jetzt wieder mal, dass es passen könnte. Also wir haben quasi diesen Bobbel, den ihr halt bei einer Batterie habt. Den haben wir in der Mitte. Dann außen ist ein bisschen kleiner. Am Rand ist wieder ein bisschen höher und der äußere Rand ist wieder ein bisschen kleiner. Muss ich kurz gucken, das hoch, runter, hoch. Ich glaube, Mann, das ist hoch, runter, hoch. Ne, okay, wir sind mal noch eins. Gucken wir mal, wie es aussieht. Okay, also drücken wir C. Dann nehmen wir uns hier unser Selektion, na sorry, Polygonwerkzeug erstmal auswählen. Selektion, na, Selektion, Loop-Selektion. Dann rechte Maustaste extrudieren. Extrudieren wir uns das ungefähr so. Obwohl, sorry, ganz kurz zurück, STRG und Z. Wir machen das folgendermaßen: Wir selektieren uns schon mal alle. Heißt, wir halten Shift gedrückt und können somit mehrere Ringe ja, gleichzeitig wählen. Ne, okay, das glaube ich sieht nicht gut aus. Dann versuchen wir es mal. Rechte Maustaste extrudieren. Ne, das sieht nicht so gut aus. Aber okay, egal. So ist es. So machen lassen, machen wir das so. Dann nehmen wir uns nochmal den mittleren Ring, weil der muss natürlich ein bisschen weiter abstehen. Extrudieren wir nochmal. Ja, machen wir das ungefähr. So. Kann man ja immer nochmal nachjustieren. Ja, okay. Dann nehmen wir uns hier unseren äußeren Ring. Machen den dann mal ein bisschen kleiner. So. Ungefähr. So. Okay, jetzt ist es natürlich ein bisschen zu groß geworden. Extrudieren das. Ziehen wir uns das ein bisschen kleiner. Ja, und dann machen wir hier natürlich noch extrudieren. Zylinder, dann machen wir das Band hier extrudieren. Ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist okay. Und dann machen, obwohl, nee, das Innen lassen wir erstmal so. So, jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Wir nehmen uns ein Halberneur, packen erstmal den Zylinder hier mal rein. Jetzt sehen wir, okay, ja, sieht eigentlich schon mal, boah, kann man jetzt nicht nein sagen, es ist eigentlich okay, es ist. Na gut, machen wir aber trotzdem noch ein paar Änderungen rein. Und zwar, das ist jetzt alles sehr rund. Das heißt, wir gehen auf rechte Maustaste. Wo haben wir es? Schneiden, Loop.
Quadrat schneiden. Und das schneiden wir immer in die jeweiligen Mitten, damit es nicht so rund wird. Hier auch. Dann machen wir das ganze Spielchen auch hier. So. Und dann hier auch noch. So, ich denke, ist in Ordnung. Unten noch außen. Ich denke, so dürfte das erstmal okay sein. Können wir mal rendern. Ja, okay, das sieht doch schon mal ganz nett aus. So. Dann gucken wir aber, wenn wir das jetzt auch nochmal halbänder packen. Halbänder unseren Zylinder rein. Sehen wir, okay, das ist auch hier ein bisschen, weil wenn wir jetzt das hier wegmachen, sehen wir, das ist auch sehr rund. Das können wir auch beheben, indem wir hier auch nochmal schneiden. Ups, hier. Jeweils die Kanten. Und jetzt sollte das eigentlich okay sein. Jo, dann gucken wir uns mal unten an. Und zwar, weil eine Batterie hat natürlich noch unten. Und zwar wählen wir uns hier Rechnung, ne, obwohl nicht Rechnungsmaustaste, sorry, unser normal Live Selection Tool. Obwohl, nee, sorry, Selektion, Loop Selektion. Machen wir das Spielchen auch wie oben. Heißt mit U und Y und Y und Y und Y. Dann Rechnungsmaustaste, dann ein bisschen innen extrudieren. Denke, so ist es in Ordnung und dann rausziehen. So, ja, so sieht es auch nett aus. Das waren wir jetzt auch die Selektion. Wie machen wir das am besten? Ja, doch. U und drücken wir nochmal U und Y. Dann gehen wir hier auf Selektion und Selektion einfrieren. Wo haben wir es? Da. Einfrieren. So, das sieht doch eigentlich schon mal ganz nett aus. Jetzt gucken wir mal, gehen wir unser Objekt-Tool, markieren uns die beiden Objekte Alt und G, da haben wir es kopiert. Dann drehen wir uns das mal auf 90 Grad. Okay, so ist auch okay. Dann nehmen wir uns mal einen, Papa, nicht Boden, sondern eine Ebene. Wo haben wir das? Ebene. Mit der Maustaste packen wir erstmal unterhalb der Batterie und ziehen uns das gute Ding einfach mal ein bisschen größer. So. Dann machen wir Folgendes. Und zwar, wir machen uns erstmal ein paar Lichtquellen. Eins hier, also machen wir dreimal Licht. Eins, zwei, drei. Rechte Mittelmaustaste, um in die Obenansicht zu kommen. Und dann verteilen wir uns die wie so ein Dreieck. Hier eins. Na. Machen wir hier eins. Ich glaube, das war ein bisschen zu weit weg. Aber können wir eh gleich eh nochmal gucken alles. Und Licht 3 ist dann hier ungefähr. So, dann machen wir uns noch einen. Ah, und natürlich noch ein bisschen höher. Wir markieren uns die alle und ziehen die hoch.
ungefähr so, dass man die nicht mehr sehen können. Ich denke, das ist okay so. Dann nehmen wir uns einen Himmel, gehen hier rauf, gehen auf Himmel, gehen dann hier erzeugen, brauchen wir Textur, also hier laden, Material Preset laden, gehen wir auf Studio, Preset, Light, HDRI und können uns hier eine HDRI aussuchen. Die packen wir dann, wenn er fertig geladen hat, auf unseren Himmel. So, und können die mal bei der Projektion auf, obwohl das ist eigentlich okay so, Kugel, ja, ist eigentlich okay so. So, jetzt machen wir uns ein Weiß für den Boden. Achso, und natürlich die Lichter selektieren wir noch mal ganz kurz. Und bei Schatten machen wir natürlich weich. Dann nehmen wir uns noch mal Textur. Die Textur machen wir uns silber. Das heißt, ganz einfach machen wir Reflexion hinzufügen. Ist irgendwie ist egal. Gehen dann auf Rauheit. Ich denke so bei so 30 bis 27. Also machen wir mal zum Beispiel 30. Ja, halt nicht zu extrem, da sieht es nämlich nicht schön aus. Und packen diese, müssen wir jetzt gucken, welcher ist welcher, auf den unteren hier rauf. So. Und dann Doppelklick auf den Kreis. Ah, Quatsch, auf das Dreieck und packen uns sie auch hier rauf. So, dann als Next Step. Ja, okay, gut, weil wir jetzt einen Hypernap genommen haben, ist natürlich die Selektion. Obwohl doch, nehmen wir uns die Selektion super genau, hat er noch. Also wir hatten ja das zwei in zwei Teile geteilt. Einmal oben unten und das ist, was wir auch machen. Wir gehen hier mal auf Selektion, Loop-Selektion. Voilà, nehmen wir das. Doppelklick und gehen auf Farben. Machen uns mal, was machen wir mal? Ein Blau irgendwie so. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. Gehen dann erstmal auf. Also auf na Reflexion, Texturen, da gehen wir bei der Textur, gehen wir ein Fresnel und klatschen den da drauf. Dann kopieren wir uns das schöne Ding. Und gehen auf Farbe, machen wir das mal. Boah, gucken wir mal. Machen wir mal ein Rot. Loop-Selektion auswählen und klatschen wir hier drauf. So, und jetzt gucken wir doch mal einfach mal, wenn wir bei Voreinstellungen gehen wir auf Effekte, gehen wir auf Ambient Occlusion, Global Illumination und gucken wir noch mal, wie es aussieht. Ja, okay, ist doch schon mal ganz nett. Jetzt sehen wir natürlich den Kreis, der hat das keine Textur. Das ist, weil wir das natürlich vergessen haben. Und zwar müssen wir jetzt gucken, welcher das ist. Genau, hier. Einfach raufgehen. Und das war blau. Dann packen wir da nochmal das Blau rauf. Jetzt können wir natürlich hingehen, zum Beispiel, und das ein bisschen weiter rausziehen. Machen wir mal. Ja. Jo.
Türkei. Jetzt können wir natürlich auch dahin gehen, und zwar, wir können die ganzen Dinge natürlich nochmal verschieben, wie wir wollen. Das heißt, wir gehen auf unser Pulling-Werkzeug, nehmen unser Selektion, Loop-Selektion, können das erstmal aus unserem Hyperloop rauspacken. Und können wir uns das natürlich noch alles selektieren. Das war natürlich blöd, weil wir haben das so oft extrudiert, deswegen gibt es so viele Ebenen. Wohl machen wir erstmal. Also wir können auch immer mit UY geht es natürlich wahrscheinlich ein bisschen besser. Können wir das erstmal ein bisschen nach innen schieben auch. Ups, nicht schieben. Okay, dann machen wir Rechtmaustaste extrudieren. Na. Naja, okay, gut. Irgendwie, warum er das nicht macht. Ja, okay, gut. Dann machen wir halt ein Skalierwerkzeug, können wir auch skalieren. So, dass es ungefähr dann ein bisschen kleiner wirkt. Und achso, und was ist, machen wir das allgemein skalieren, dass es ein bisschen größer ist allgemein. Ja, okay, so sieht doch vielleicht passender aus. Ja, okay, so ist der besser. So, gucken wir auch mal, wie es hinten aussieht. Werden wir es jetzt mal rendern. Ja, okay, ist doch nett. Also hier ist natürlich auch der Ring, den wir natürlich auch auswählen können. Und zwar Lupe-Selektion wieder mal auswählen. Und schwupps, machen wir rot rein. So, ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ansonsten war es das schon mal. Würde sagen, ist auch ganz nett geworden. Ja, würde mich freuen über ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Auch gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Allgemein, wie ihr irgendwas erstellen könnt. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gebt mir ein Abo, aktiviert die Glocke. Und ansonsten, danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen.